Okay, was tut er da? Backen? Nee, keine Ahnung, was war das? Ich habe gar keine Ahnung, was er da gemacht hat. Jedenfalls, Gedanken sind zerrissen und wir werden sie wieder zusammennähen. So, jetzt wird es immer kniffliger, habe ich den Eindruck. So, machen wir es so. Nee, ich muss dann, warte mal. Nee, so rum geht es dann nicht. So, wenn ich jetzt aber sage, so. Nee, geht dann auch nicht, weil ich muss ja dann... Aber ich könnte so rum. Nee, bringt mir auch nichts. Nee. Aber ich könnte es genau so machen. Ich fange aber hier oben an. Ich mache so. Nee, so. Das war jetzt ein bisschen anders wie gerade eben, aber es funktioniert. So, ah, doch, backen, genau, okay. So, das ist Teig kneten, ja, bist doch richtig erkannt, so, und in den Ofen schieben. Träumt er von einer Bäckerkarriere, oder was ist das? Okay, die Mutter klopft auf die Schulter. Nee, der Bäcker. Mutter, Bäcker, keine Ahnung, Bäcker wahrscheinlich. Dummer Black, warum muss er alle immer so herumkommandieren? Hm? Meinst du? Er wollte mir eins auswischen, weil du mich beim mit Süßen bestochen hast. Er hat mir ein wertvolles Geschenk gestohlen und versteckt. Hm, ja, das sieht ihm ähnlich. Ich kann nicht mal danach suchen. Das ist unfair. Wie wäre es, wenn ich es für dich finde? Würdest du mich dann vorbeilassen? Ich weiß nicht. Weißt du was? Black hat meine Loyalität gar nicht verdient. Wenn du mein Geschenk für mich findest, kannst du jederzeit vorbei. Abgemacht. Gut, jetzt sollte man nur noch wissen, was genau suchen wir denn? ein Geschenk. Ich hoffe, mir erkennt es dann auch als Geschenk. Gut, jedenfalls komme ich hier im Moment nicht weiter. Wenn uns ein Geschenk in irgendeiner Form vor die Füße fällt, dann wissen wir, wo es hingehört. So, ah, was ist mit ihr? Sie schneidet die Ranken. Hey, Sunny. Hi, Lucy. Wenn du nach den anderen suchst, die spielen bei der Bank. Und was machst du? Mama hat mich darum gebeten, die Pflanzen zu schneiden. Sie wachsen unheimlich schnell. Ah, und macht das Spaß? Naja, die kleinen Blätter nerven, aber bei den großen hat man wirklich das Gefühl, voranzukommen. Es gibt Schlimmeres. Okay, das stimmt nicht. Es ist wirklich langweilig. Aber du weißt ja, wie Mama ist. Erst die Pflicht und dann noch mehr Pflichten. Was machst du hier? Ich stecke mitten in einer Ermittlung. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Na klar. Ja, für jede Abwechslung und Ablenkung. Naja. So, Mama, derweil, ich muss gehen. Mama. Wie du weißt, ist meine Mutter... Ich hab's gehört. Das tut mir wirklich leid. Wie geht es dir? Naja. Es ging mir schon mal besser. Niemand aus meiner Familie ist jemals verschwunden, also mag ich mir gar nicht vorstellen, wie du dich im Moment fühlen musst. Aber wenn du eine Freundin brauchst, weißt du, wo du mich finden kannst. Danke, Sunny. Und Lucy? Ja? Ich weiß, dass du mutig bist, aber bitte geh nicht im Wald nach ihr suchen. Ich meine es ernst. Ich möchte nicht, dass du meine beste Freundin von Monstern verschleppt wird. Sunny... Du bist hier diejenige, die verantwortungsbewusst ist, nicht ich. Lucy. Das ist nur ein Scherz, keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Ich möchte nur mehr über die vermissten Leute herausfinden. Ich weiß, ich verstehe schon. Die Erwachsenen erzählen uns nicht alles. Das ist dir auch aufgefallen? Ja, aber ich bin mir sicher, dass sie einen guten Grund dafür haben. Sie möchten nicht, dass wir uns Sorgen machen. Und dasselbe gilt auch für mich. Ich will mir keine Sorgen um dich machen müssen. Keine Angst. Die Monster? Was weißt du über die Monster? Naja, sie leben im Wald. Nachts brüllen sie und entführen Leute. Ja, aber wie sehen sie aus? Naja, ich stelle sie mir hässlich vor. Mit einer Menge Augen und dickem schwarzem Fell. Ich glaube, ich habe eins gesehen. Weißt du, in der Nacht als meine Mutter... Wirklich? Hattest du Angst?
Es war nur für einen Augenblick, ich bin sofort weggerannt. Ich kann mich noch an seine weiße Gestalt und sein Brüllen erinnern. Das muss schrecklich gewesen sein. Weißt du, du bist die Einzige, der ich davon erzählt habe. Oh, Lucy, du solltest das für dich behalten. Solche Geschichten regen die Erwachsenen nur auf. Ich weiß nicht, was sie davon halten würden. Sie sind aber diejenigen, die uns von den Monstern erzählt haben. Und wenn sie glauben, dass es da war, um dich zu holen? Das glaube ich nicht, es ist mir nicht gefolgt. Stell dir mal ihre Reaktion vor, ich traue den anderen auch nicht. Wir haben alle zu große Angst. Ich wollte den anderen nichts davon erzählen, nur dir. Na gut, Lucy, sei vorsichtig. Der Wald? Warst du schon mal im Wald? Natürlich nicht. Meine Eltern werden schon wütend, wenn ich zu spät zum Abendessen komme. Ich mag mir nicht einmal vorstellen, was sie tun würden, wenn ich in den Wald gehe. Ich war auch noch nie dort. Der Einzige, der dorthin gehen darf, ist der Tischler. Du könntest ihn fragen, aber... Erwachsene, diese Fragen zu stellen, ist keine sonderlich gute Idee. Sie reden nicht gern darüber. Schon verstanden. Danke. Ich muss gehen. Bis später. Ja, bis später. Da oben? Sunnys Mutter ist die ganze Zeit in ihrer Küche und backt Süßes. Ich bekomme sie fast nie zu Gesicht. Man sagt, dass sie einem Kekse gibt, wenn man sie auf der Straße trifft. Sie ist so nett. Aber Sunny muss ihr so oft helfen. Ja, irgendwie, Sunny erzählt mir genau das Gleiche, was auch in unserer Familie so passiert ist. Und wohl auch allen Kindern hier im Dorf so widerfährt. Mamas Poster hängt hier jetzt auch. Ja. Ah, ich kann jetzt hier zum... Sehe ich gerade. Gehe aber trotzdem erstmal hier lang. Ah, da haben wir die Oma. Die haben wir ja im Volksfest oder im Dorffest... ja, sag mal, auf dem falschen Fuß erwischt. Oder so. Das ist Mamas Lied. Woher kennst du es? Oh, was ist los, Lucy? Möchtest du mich etwas fragen? Ach halt, nee, Quatsch, das ist ja die andere, das ist ja die mit den Kürbissen. Das Lied. Ich kenne dieses Lied. Oh, na und? Warum singst du es? Weil ich es schon von deiner Mutter gesungen habe. was meinst du? Wer glaubst du, hat es ihr beigebracht? Ich natürlich. Das glaube ich dir nicht. Jeder sagt, dass du verrückt bist und sie hat mir nie von dir erzählt. Nun, natürlich kennt mich deine Mutter nicht. Ich bin nur eine alte, verrückte Dame und Gesang ist nur für alberne Leute. Singen ist nicht albern. Na dann, würdest du gern wissen, wie das Lied weitergeht? Ja. Hör gut zu. Du hast eine Note gefunden und ich muss sagen, wir singen besser als die alte Dame. Wenn ich das mal so sagen darf. War das jetzt vollständig? Ich glaube, das war vollständig, ne? Du bist ein vielversprechendes kleines Mädchen, Lucy. Oje, es ist bald soweit. Wofür? Ah, doch nicht. Meine Uhr ist kaputt. Okay. Die Monster? Hast du jemals die Monster zu Gesicht bekommen? Ja. Natürlich, ständig. Wirklich? An das letzte von ihnen kann ich mich noch gut erinnern. Ein tobender Bauer war's, der seine Hühner angeschrien hat. Eine furchteinflößende Erscheinung. ich verstehe. Diese Art von Monster. Für mich sind das die wahren Monster. Der Wald? Weißt du irgendetwas über den Wald? Naja, das ist ein Ort voller Bäume. Welchen Wald meinst du? Es gibt nur eine Art von Wald, der in dem Leute verschwinden. Dieser Wald, natürlich, sicher. So muss der Wald auf dich wirken. Du bist so jung. Warum? War er früher anders? Die Leute reden nicht darüber. Warum sollten sie auch über eine Zeit reden, in der die Dinge besser waren, wo sie nun stets die Gegenwart fürchten? Oh. Wie war der Wald denn früher? Du hast erwähnt, dass der Wald früher anders war. Kannst du mir die ganze Geschichte erzählen? Natürlich. Früher wurde der Wald von vielen glücklichen Vögeln bewohnt. Aber eines schrecklichen Tages entschied der König des Waldes, nur diejenigen Vögel bei sich zu behalten, die am besten zwitscherten. Es kam zum Streit und... Warte, was ist dann passiert?
Ich weiß nicht, wovon... Wovon redest du? Oh, ja, vielleicht werden sie alle von den Monstern verschlungen. Ende. okay. Ich verstehe. Sie macht sich die ganze Zeit lang über mich lustig. Gibt es sonst noch etwas, das du wissen möchtest, Liebes? Nö, ich muss gehen. Du hast ein neues Lied gelernt. Sehr schön. Hinter einigen Gegenständen können sich geliebte Erinnerungen verbergen. Dieses Lied kann Leute dabei helfen, diese Erinnerungen zu offenbaren. Wähle das Lied aus. Wende es auf den Hüpfspielplatz an. Okay. Sie steht da früher mal gehüpft, oder? Ah. Drehe die Felder, um einen Pfad zu erschaffen und das Labyrinth zu durchqueren. Okay. Benutze diesen Griff, um das Feld am Anfang zu drehen. Das ganze Feld, okay. Verbinde es mit Hilfe von Zahnrädern mit den anderen Feldern und drehe sie gleichzeitig. Okay, bilde einen Pfad bis zum Ausgang. Okay, also hier drehe ich ein einzelnes Feld und hier kann ich mehrere Felder drehen. Okay. Ich habe Angst, was da noch kommt, weil das ist das erste Rätsel dieser Art und das wird dann wohl ein bisschen schwieriger sein. Welches Feld drehe ich denn? Ich drehe nur das untere gerade, ne? Warte mal, wenn ich jetzt nämlich sage, ich drehe mal... Moment, ich muss da... Wo muss ich denn hin? Hier oben, oder? So. Moment, warum ging das... So, wenn ich jetzt das wegmache, dann... Okay. Ja, okay. Moment, ich mach mal das, dann drehen wir mal das hier. Und das hier. Und dann, das mache ich dann raus. Hä? Nee, das muss ich hier reinmachen. So. Okay, Moment. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also es dreht sich ja immer nur das unten links, ne? So, und ich muss jetzt hier verbinden, dass ich das auch hinbekomme. Wenn ich jetzt mal so mache und so mache. Okay, das scheint die Lösung gewesen zu sein. Das war jetzt gar kein, das war jetzt nicht gewollt. Aber okay. Was auch immer das jetzt für ein Rätsel war. Okay, das ist die Erinnerung. Von ihr? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder von wem war es diese Erinnerung? Habe ich jetzt gerade schon nicht verstanden. Ich rede nochmal mit ihr. Wenn sie singt, scheint es ihr besser zu gehen. Okay, kann ich nicht mit ihr reden. Lass uns sie mal singen. Können wir hier nochmal rein. Da bewegt sich was. Huch, der Mehlsack hat sich gerade bewegt. Ah, hier, guck mal, das war alles immer auch nicht da. Das können wir vielleicht auch nochmal gucken. Eine Werkzeugkiste, sie muss dem Bauer gehören. Verschlossen, typisch. Okay, die brauchen wir nachher noch. Da werden wir wahrscheinlich nochmal herkommen müssen. Und was ist da drin? Wer ist da? Zack. Oh mein Gott. Okay, also das hier werden wir jetzt drehen müssen, ne? So. Okay, das ist schon mal gut. So, und jetzt müssen wir noch eins drehen. Wir müssen drehen. Das hier können wir beliebig drehen. Also das sollten wir dann auch machen. Zack. So, die können wir beliebig drehen. Und hier oben müssen wir aber... Wir müssen so rumkommen, ne? Das heißt... Ne, das muss ich nicht drehen. Das muss ich drehen und das muss ich drehen. Oder? So. Ne, das ist nix. So vielleicht.
Wenn ich es so mache, was passiert dann? Nee, das geht nicht. Okay. Also die sind ja egal, wie ich sie drehe. Das ist ja eigentlich richtig. Ich muss doch den Weg über das Rechte gehen, ne? Wenn ich das jetzt so mache. So und so, was passiert dann? Nee, ich brauche es so wie es... Moment, ich muss das hier einmal drehen, dass ich hier rüber komme. Das ist richtig, das muss ich drehen. Bei dem ist egal. Und das hier. Ja, so ist doch richtig, oder? Ach, ich muss hier auch noch rauskommen. What? So? Ja, das, okay. Okay. What? So, ich muss jetzt nur hier oben nochmal drehen. Wenn ich das hier habe, was passiert dann eigentlich? Nee, das geht ja nicht. Ah, so drehen. Oh Gott. Oh Gott. Nee, das geht nicht. What? So, ich muss ja eigentlich nur die hier drehen, ne? So. Und warum müssen die denn nicht? Ich weiß es gar nicht. So ist doch schon mal super. So, aber jetzt muss ich hier oben noch. Wenn ich jetzt bleiben die so. Dann muss ich jetzt die hier oben drehen, ne? Aber bringt mir ja nichts. Ne, ich darf nicht beide drehen. Ich darf nur das hier drehen. Ach so, halt. Nee. So nicht, wenn ich es jetzt hier mache. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht eigentlich. Wenn ich das jetzt hier oben nochmal... Nee, das geht ja dann nicht mehr logischerweise. What? Okay, ich muss jetzt den hier muss ich drehen hier irgendwie. Den hier. Wenn ich das hier so mache. So ist der richtig. Oh, der rutscht immer wieder zurück. Der darf nicht zurückrutschen. Ich will nicht, dass der zurückrutscht. So rum. Das zählt jetzt nicht, ne, weil das hier oben... Ne, ich muss der muss... Den hier oben muss ich drehen. So. Nee, Moment. So. So. Die rutschen jetzt wieder zurück. Mann.
So, ich muss jetzt quasi den hier noch drehen, ohne die anderen zu drehen. So, das sieht doch... Achso. So, okay. Und jetzt hier... Ja, das bringt mir ja nichts. Boah, okay. Ich schaue gerade mal auf meine Aufnahmezeit. Ich habe jetzt gerade Folgenende. Dass es jetzt hier nicht zu zäh wird, würde ich jetzt an dieser Stelle die Folge einfach mal ganz kurz beenden. Ich schaue dann nochmal für mich selber, wie ich das hier löse, dass es jetzt die ganze Zeit hier nur dieses eine Rätsel zu sehen ist. Und das haben wir, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werde ich das Rätsel hier auch entsprechend gelöst haben. Ich werde es natürlich dann nochmal am Ende zeigen, wie ich hingekommen bin, damit ihr das gegebenenfalls nochmal nachvollziehen könnt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und wir sehen uns in der nächsten Folge.